Herzlich willkommen zu einer kleinen, schnellen Episode von JPs Gartendoku. Ja, ich habe in letzter Zeit doch ein wenig nachgelassen, da ich umgezogen bin und alles ein bisschen schwierig war und jetzt den Garten als solches nicht mehr zur Verfügung habe. Aber ich habe jetzt einen kleinen Wintergarten, der recht sonnig ist. Von daher dachte ich mir, zeige ich euch einmal kurz, was hier noch so an Pflanzen steht. Meine große Zitrone, die habe ich geschenkt bekommen. Da habe ich alle Blätter einmal abgeschnitten, weil ich weiß nicht, wer es bei Zitronen kennt, wenn die mal leiden, dann sammelt sich da so schwarze Flecken, so ein klebriges Zeug drauf. Von daher habe ich die mal komplett runtergeschnitten und jetzt wachsen lassen. Dahinter haben wir Feigen und eine Mini-Kiwi. Die standen die ganze Zeit draußen auf dem Balkon in der letzten Wohnung. Dementsprechend sieht das alles noch ein bisschen schlepplich aus. Hier haben wir so ein Mix von der Chili, Feigen, Tomate, Chilis, Chili. Hier haben wir sogar eine Orange Habanero. So, dann mein Kübel mit Aquarienpflanzen, die jetzt eben mehr rauswachsen sollen, sprich an der Oberfläche. Ja, da haben wir noch ein paar Black Cherry Tomaten, die bald reif sind. Und dahinter versteckt sich noch, ich weiß es gar nicht, irgendeine Cocktailtomate. Eigentlich bewusst habe ich richtige Samen ausgesät, aber wir werden sehen, was da rauskommt. Hier ist noch eine Kornblume mit drin. Joa. Und dann haben wir hier die schöne große Physalis. Allerdings die eine Blüte, die dran war. Ja, es bilden sich doch noch welche. Wackel, wackel. Ja, kurzer Schwenk einmal rüber. Sieht alles ein bisschen kläglich im Moment aus. Werden noch schönere Töpfe gekauft und das dann, ich weiß auch nicht. Man wird sehen. Ja, kleiner Schwenk kurz drin auf dem Balkon. Chili. Und also den Kleinkram. Ganz böse hat gelitten. Ne? Ginseng. Ficus-Mix. Dementsprechend. Der wird wohl das Zeitliche segnen. Aber gut. Demnächst könnt ihr euch dann auch nochmal auf ein paar Aquarienvideos freuen. Da ich wenig Content, was Garten angeht, habe im Moment. Vielleicht nächstes Jahr wieder mehr. Dachte ich mir jetzt über den Jahreswechsel, dass ich euch auch mal ein paar meiner Aquarien zeige, beziehungsweise auch mal ein Video, wie ich mein Aquarium gebaut habe. Ja, das war es jetzt leider erstmal. Wie gesagt, im Moment dieses Jahr, entschuldigt bitte, dass ich wenig Content liefern kann. Aber ich denke mal, die Aquarien könnten für euch auch ganz interessant sein. Es sind auch viele Pflanzen drin. Und ja, ich habe hier immer ständig Durchzucht. Deswegen sieht man auch gerade eine Wespe zum Beispiel. Die dürfen hier durchfliegen, wie sie lustig sind. Nur wenn es ganz stark regnet und stürmisch ist, mache ich hier die Fenster zu. Von daher hoffe ich mal darauf, dass hier auch alles schön bestäubt wird. Wespe, lass meinen Fuß in Ruhe. Okay. Das als kleiner Einblick noch, was an Pflanzen mitgekommen ist, was lebt. Draußen habe ich auch noch ein bisschen, steht auch noch eine Tomate, da können wir vielleicht mal auch noch mal durchgehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt mit Nutzungsgarten kein, den ich individuell plane. Von daher mal schauen, was sich da so ergibt. Ja, wie immer, wie auch immer, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das kurze Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo oder ein Like da. Kommentiert, wie ihr lustig seid. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, wie man hier sich ganz gut ein großes Hochbeet basteln könnte, damit das hier alles mal ein bisschen netter aussieht. Jo, das war's von mir. Ich wünsche euch was. Tschüss.